So, hallo. Ja, wie ihr in dem Titel des Videos schon sehen könnt, will ich heute mal etwas zeigen, was für gut, sagen wir mal, 90% aller Dota 2 Spieler für unmöglich erfasst werden kann. Oh mein Gott, ich wage zu behaupten, es gibt einen Weg, Meepo einfach zu spielen. Ich habe es selber nicht geglaubt. Also ich spiele ja mit meinem... Oh, da gehen wir mal... Na, das lassen wir mal. Also ich spiele ja mit meinem Kumpel Grievous. Praktisch eh schon relativ oft mittlerweile. Und ja. Als ich dann in der All Hero Challenge... Ich muss ganz kurz mal hier ein bisschen leiser drehen. Als ich dann in der All Hero Challenge Meepo spielen musste, dachte ich mir so: Ach nö. Ach nö. Ich will nicht Meepo spielen. Naja. Im Grunde war ich dann selber überrascht. Das ist nicht mein erstes Meepo-Spiel. Mit meinem ersten Meepo-Spiel war ich nicht schlecht, aber auch nicht sehr gut. Das ist jetzt mein fünftes oder sechstes Meepo-Spiel und mittlerweile muss ich sagen, er hat Potenzial, einer meiner Lieblingshelden zu werden. An was das liegt, ja, das werdet ihr gleich sehen. In der Aufnahme dann selber. Wir gehen einfach gleich mal vor, um zu zeigen, auch wie man, also wie ich den spiele. Ich spiele komplett ohne Blinkpuff, ohne. Hier bin ich auch schon. Ich spiele praktisch komplett ohne schnell initiation, sondern ich spiele einfach nur so, wie er mir auch von meinem Kumpel erklärt worden ist. Und ich muss sagen, ich kann das wirklich empfehlen. So, also ich spiele den hier. Hol mir gleich die Double Damage. Hier mache ich gerade etwas ein bisschen falsch. Muss ganz kurz die Lautstärke noch ein bisschen runterdrehen. So. Also hier mache ich ein bisschen was falsch. Eben mit dem Puff. Genau. Ich bin hier mit einer Death Prophet auf der Lane. Weil normalerweise bin ich bis Level 3 auf der Lane und dann im Jungle. Das ging dieses Mal nicht. Weil eben der Enigma Jungle wollte, Grievous. Ja, diese Dota 2 Championship TV Guys, die hatte ich zwei im Team. Keine Ahnung. Die kenne ich nicht. Aber die spielten sogar gar nicht schlecht. Ja, im Grunde ganz normale Lane. Erkennt man schon. Nichts Besonderes. Wirklich nicht. Wirklich nichts Besonderes, was hier irgendwie wäre. Wenn wir das Ganze ein bisschen schneller machen, sehen wir auch. Es passierte nichts. Ich stehe hier in die XP-Range. Schau, dass ich so schnell wie möglich Level 3 werde. Praktisch ganz normal. Wenn wir uns mal das Vermögen ansehen, das Net Worth, bin ich ganz unten. Ne? Also, ich kriege keinen Farm. Ich versuche natürlich Death Prophet einigermaßen die Leiste zu lassen. Die bekommt es zwar nicht so krass hin mit 5 Last Hits, aber na gut. Hilft ja nichts. Da habe ich gepult, weil wir ziemlich weit vorne waren. Genau. Jetzt konnten wir schön unter den Tower. Und hier bin ich schon Level 3. Das heißt, ich habe bereits einen Punkt in der Ulti. Das heißt, ich habe jetzt zwei Meepos. Und ja. Da hat mich der Enigma gefragt, ob ich ihm nicht ein Mad Golem Camp clearen kann, weil, naja, er hat nicht so die Lust auf nur Mad Golems. Ja, macht ich natürlich, ist ein bisschen extra Farm. Und weiterhin bin ich zwar noch über Techies, aber das ist ja nicht schwer. Weiterhin bin ich noch ganz unten vom Net Worth. Ja, das ist eigentlich das Normale. Weil man mit Meepo auf der Lane ist nicht wirklich jungeln kann. Naja, ich spule hier mal ein bisschen vor. Es wird gerade nicht ein bisschen interessanter. Also hier sieht man es eigentlich ganz gut. Ich bin nur am Rumlaufen und am und ja, rumstehen und
XP aufsaugen, während hier alles schön seinen gewohnten Gang geht. Wir sehen hier, wir sind hier dann auch auf einer größeren Herausforderung gestoßen, eben mit Sniper noch, der von der Mitte dann hier rüber gewechselt ist. Macht so keinen Spaß. Hier hilft uns Quap und hier. Hier, da muss ich gleich nochmal ein bisschen zurückspulen. Also wir werden hier zurückgedrängt. Es wird angesagt, glaube ich, Sniper Miss. Hier kommt die Queen of Pain. Bottelt sich eine Haste Rune. Das ist natürlich schon mal richtig schön. Das hatte ich da noch nicht gesehen. Ich habe mich zu sehr konzentriert auf die beiden hier. Ich war schon kurz davor, ich habe voll Mana. So. So. Hier habe ich geroutet mit der Q und habe gleichzeitig gepufft. Und dann war es für uns ein leichtes. Gut, ich wurde hier gestunt, aber es war für uns ein leichtes. Hier die Quap macht erstmal den Alchemist fertig. Ich mache jetzt den Lasset auf den Tidehunter. Genau, und ja gut. Hier habe ich wieder verkackt. Das brauchen wir uns nicht anschauen. Ja, und so. So läuft es halt weiter jetzt. Also ich bin weiterhin. Ja, da hatte sie ein Keyboard-Bug. Keine Ahnung, was das heißt. So, also wie gesagt, hier immer auch gut. So, jetzt kommt was. Ein Versuch, Ding zu ganken. Sehr schlecht natürlich von mir. Also man sieht, ich bin echt schlecht auf Meepo. Also eigentlich, also ich spiele ja den jetzt zum fünften Mal oder so. Werd hier auch ziemlich stark angegriffen und im Endeffekt fast sogar getötet. Hier habe ich mittlerweile einen Kill und hat sonst nichts. Und 11 lässt jetzt, also ich bin noch immer ja mittlerweile ein bisschen höher. Weil Sniper hat's ohne Scheiß nicht hingekriegt, irgendwas zu farmen. Komisch. Hier gehe ich back. Bin natürlich immer im Teamspeak gewesen mit dem Enigma. Und ja, wir haben uns dann abgesprochen. Sobald er den Blinkdagger hat, kann ich dann den Jungle ein bisschen haben. Und da beginnt das Ganze eigentlich auch richtig spannend zu werden. Ich versuche mal ganz kurz zu treffen, wo das war. Ich gehe natürlich erst auf Tranquil Boots und dann rush ich in Aghanims. So, das war sogar ein schlechter Kampf für mich. Wie ich weiß, aber wir können uns ja gerne mal ansehen. Ich kann dann zeigen, was ich hier falsch gemacht habe. Ich habe mich hier getrennt. Ich war da extremst verwirrt. Wirklich extremst verwirrt. Und musste hier weggehen. Gott sei Dank hat die Quap das Ganze noch gehabt. Ich konnte also zurückgehen. Leider hat mich dann der Sniper getötet. Ja, easy kill. Hilft nix. Ja, gehen wir ein bisschen weiter vor. Wie gesagt, Meepo. Ein sehr unterschätzter Held und ein sehr rar gepickter Held. Kann ich natürlich auch verstehen. Er ist halt bedrohlich, weil nicht jeder kann mit mehreren Helden in einem Helden umgehen. Ist aber bei Enchant ist das gleiche. Bei Enchant das gleiche. Wenn man dann Pokémon spielen muss. Naja, so läuft das, aber. So schlimm ist es bei Meepo eigentlich gar nicht. Das finde ich Chen schlimmer, weil die Meepos können halt alle das gleiche. Und jetzt sehen wir zum Beispiel mal eine schöne Initiation. Ich route den Sniper, blocke den Tidehunter und pufe. Erwische jetzt alle drei Helden, Sniper ist tot. Der stunt mich und dann natürlich die Ult von Queen of Pain perfekt gelandet. Ja, das war übelst gutes getimtes. Und das sieht man auch. Ich habe zweimal gepufft und einmal geroutet und das war eigentlich alles, was ich gemacht habe. Ja, hier pushen wir den Tower. Das ist, geht eigentlich relativ schnell. Oh, ich gehe hier kurz back, weil es mir zu stressig. Tower wird gepusht. Und man geht ihm da weiter. Genau. Jetzt durfte ich den Jungle abfarmen. Das war mein erstes Camp. Und ja, ab hier sieht man praktisch
ziemlich deutlich, wie mein Farm nach und nach ansteigt. Ich war nur auf der Lane, hab 34 geleistet, jetzt bin jetzt Vierte im Net Worth. Bei Minute 14. 14:30. So, wir ganken hier ganz kurz mal. Das ist sehr einfach durch das Black Hole, das ist nichts Besonderes. Höchstens der Root später noch war relativ gut sogar. So, hier bin ich Level 11 geworden, habe meinen dritten Meepo. Jetzt wird natürlich das Jungle zum Kinderspiel. Hier mache ich mich langsam auf den Weg. Ah, oh, zu Aghanims, habe nur noch 400 weg hier. Ich dann auch relativ schnell gekriegt habe. Als Meepo braucht man sich eigentlich nicht viel, ja, ich sag mal, scheißen um den Farm. Weil man kann immer sehr schnell aufhören. Man sieht jetzt, ich habe jetzt jeden, sogar den härtesten Hardcarry der Gegner habe ich eingeholt. Ist übrigens kein MMO, sondern ein Pubgame. So, hier habe ich also das Aghanims bekommen. Das hole ich mir auch gerade. Ja, läuft eigentlich, ne? Hier habe ich wieder ein Meepo dazu bekommen. Schön. So, auf geht's. Los kommt's, Meepo. Jetzt habe ich vier Meepos. Ab vier Meepos, sag ich mal, wird Meepo gefährlich. Fast egal, wer er spielt. Also ich. Ist ein guter Meepo, man kann im Flash farmen. Das ist natürlich so. Da war ich wahnsinnig verwirrt, Alter. Das hat mich so fertig gemacht. Man muss sich vorstellen, ich kann praktisch hier. Ja. Geh hier rüber. Ich gehe hier rüber. Seh den Sniper. Hab nicht gedacht, dass der echt ist. Keine Rune da. Und keine Ahnung. Dann hat mir aber Grievous gesagt, das ist echt, das ist echt, ich muss gehen, aber da war es leider später, weil. Und ich war dann so fertig, dass, keine Ahnung. Die nächste halbe Minute habe ich mir darüber Gedanken gemacht, was ich da für einen Scheiß gebaut habe überhaupt. Aber gut, das war. Hat nichts mit Meepo so zu tun, sondern eher mit Decision Making im weiteren Sinne. Naja. Ja, er wurde dann auch noch ein paar Mal ausgepinkt. Alles in allem relativ ebener Kampf. Ja, und so geht es eigentlich jetzt weiter. Also so lange hat es ja gar nicht mehr gedauert. Ich spule wieder ein bisschen vor. Damit man hier. Weil hier war ich sogar relativ. So, hier kann man es. Hier habe ich kurz den Sniper gekillt. Das war ein Free Kill. Weil der Sniper viel zu aggressiv gespielt hat. Das muss ich sagen. Der Sniper war wahnsinnig schlecht. Hatte kaum Farm. Wahnsinnig schlecht. War ein Easy Kill in dem Fall. Da kommt halt hier wieder der Root. Mit allen Meepos gepufft und weg war er. Also das war. Das war wirklich nix. Was wir hier gemacht haben, das hätte jeder geschafft. Ja, auf jeden Fall gehen wir hier weiter. Hier wieder der Root von mir und der Puff. Und weg ist er. In dem Moment habe ich schon 5 Kills und 3 Assists bekommen. Und einmal bin ich halt am Sniper gestorben auch. Ja, genau. Ich bin schon Zweiter im Networth mittlerweile. In 5 Minuten habe ich mich vom 5. Platz zum 2. Platz hochgefarmt. Das geht mit Meepo so wahnsinnig schnell. Und wenn man mal auf die Level schaut, ich bin mittlerweile nach der 8 Kills Quap der höchste vom Level. Also mit Meepo braucht man sich nie Sorgen machen, dass man nicht genug Farm kriegt. Hier Flash farme ich gerade mal alles und kaufe mir gleich einen Mechanism. Mechanism ist ein geiles Item auf Meepo, muss ich sagen. Es gibt sowohl geile Stats, eine geile Aura, als auch eben diesen Heal, den einen doch nochmal ein Ticky länger überleben lässt. Ja, und hier farme ich halt schön vor mich hin. Bin mittlerweile an der Spitze des Networks Graphs. Hab hier auch noch schön. So, jetzt porte ich mich hier rauf. Ja, die hat man immer nicht so gesehen. An denen werde ich dann auch gleich sterben, aber.
Zuvor nehme ich mir noch Sniper mit und jetzt sterbe ich leider an den Minen. Ja, der Sniper, der Kill war auch wieder easy, easy peasy. So, jetzt passiert wieder mit mir nicht viel. So, sind wir wieder da. Ich gehe jetzt Richtung Mitte, weil Mitte sind Leute und könnte meine Hilfe brauchen. Im Endeffekt, da war er wieder zu aggressiv, ist stehen geblieben, selber schuld, tot. Brut und tot. Nix dabei. So, Flashfarm, Creep Wave und weiter geht's. Hier habe ich gerade noch gesehen, dass der eins platziert hat, bin Gott sei Dank noch weggegangen. Das wäre X-Scanner gewesen. Ja, gehen wir weiter. Natürlich, wenn man Tech ist im gegnerischen Team hat, muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber der war nicht so gut, muss ich sagen. Genau. Ja, hier ging's weiter. Flash Farm, Split pushen. Weil ich wusste, da sind sehr viele hier. Also kann ich oben schön farmen. Habe mir nochmal versichert, dass in der Mitte ziemlich viele Gegner sind. Hier sieht man wirklich. Und jetzt kommt erst langsam der Techies hoch. Genau. Dabei mache ich eben alles kaputt. Genau. Tower gepusht. Techies konnten nichts machen gegen mich. Ich meine, es ja schließlich Techies. Und ich habe mir da einen kleinen Weg gesucht. Genau. Und habe ihn auch gefunden. Ja, wurde ich dann darauf hingewiesen, dass ich noch einen Haufen Gegner hinter mir hatte. Ja, den Sniper habe ich auch wieder erwischt und gekillt. Hier wurde ich Gott sei Dank nicht ganz gekillt von Techies. Hätte er die Mine gezündet, wäre ich wahrscheinlich tot gewesen. Aber gut, das ist so. Was nicht ist, ist nicht. Genau, so schaut's aus. So. Auf jeden Fall hielt ich mich halt wieder hoch, ne? Bin mittlerweile auch wieder ziemlich hoch im Net Worth Graph und gehe jetzt direkt zu Rosh. Ich habe ja, letzte Ult. Meine letzte Ult. Und naja, gut. Hier dachte ich kurz, Spectre nimmt die Aegis, aber dann habe ich es mir genommen. Und das ist auf Meepo. Ultra geil. Genau. Und dann dachte ich mir so, ja, jetzt habe ich Aegis. Jetzt muss ich es nutzen. Und dann sah ich da hier den Spectre stehen, der. Genau. Ich habe geroutet, konnte Spectre zwar nicht mehr retten, aber die PA war halt dem Tode geweiht. Das ist ja ganz klar, geroutet und gepufft und fertig ist die Maus. Genau, hier sieht man meinen Farm. Ich bin halt erst Tranquil Boots, dann Aghanims, dann Wladimirs, na dann Mecha, dann Wladimirs und dann kann man eben ohne weiteres rushen. So, hier wieder Flash gefarmt. Ganz normal. Also hier sieht man eigentlich ganz schön, wie schön das lang geht. Hier habe ich mittlerweile 9 Kills und bin zweimal gestorben. Ohne Blink Dagger, ohne Blink Initiation. In Public Games rockt einfach Meepo alles. So, hier bin ich nicht auf Trick reingefallen. Weil ich habe ihn hier liegen sehen. Hier wurde ich dann angewiesen. Ja, geh hin, geh rein. Macht alles tot. So, und eben ab hier geht's dann los. Wie heute wieder ein paar Kills gefallen sind. Aber hier dachte ich mir so, ja, gehst halt mal rein. Rootest alle. Boom, so, Ravage, scheiße, egal. Mal schön gepufft mit allen. Bram, bram. Total schnell. Egg ist gepoppt wegen der Ulti. Ja, das war's mit denen, ne? Jetzt hieß halt auf die Creeps warten, Tower pushen, während der Techies nichts macht. Techies war nicht gut. Der hat zwar Arcana Set, aber das heißt ja nichts. So. Genau, also. Hier fällt der Tower sehr, sehr schnell. Und wir haben beschlossen, auch gleich weiter zu pushen. Weil, was soll der Geiz, ne? Mal lesen nur einmal im Jahr. Da hatte ich den falschen Skill sogar gedrückt. Egal. Tower fällt trotzdem. Meepo ist einfach in Public Games. Also hier sieht man wirklich
wie schnell das gehen kann. So, hier habe ich gesagt, ach, immer Bike ist vielleicht etwas gefährlich. Ein Quap hat es zwar nicht interessiert, aber gut. Ich dachte so, will ich, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Scheißegal. Genau, so. Jetzt hatte ich mir gedacht, ja, initiate ich doch einfach mal. Bam. Double Kill assisted für. Und beide gerootet. Black Hole. Poof. Double Kill für mich. Wunderbar. Alle down von denen. Grievous ist ja ein verdammt guter Enigma. Sein Signature Hero kann man schon fast sagen. Ja. Und hier pushen wir also ihre Mid-Tower gleich mal weg. Also ich pushe ihre Mid-Tower weg. Und den Enigma oben pusht. Ja. Läuft eigentlich ganz normal. Cop hat hier noch einen Techies gefunden. Ich komme jetzt noch meinem Kumpel zur Hilfe und mache den Tower noch mit fertig. Oh. Das ist zu dem Zeitpunkt war es eigentlich schon klar, dass seine Einser gewonnen ist, das Spiel. Also da kann man wirklich nichts sagen. Und 13-2-6 mit Meepo. Da habe ich verkackt. Ja, wie so oft. So, hier, glaube ich, kriegen sie mich sogar nochmal. Oder nee, ich krieg nochmal einen Kill und jetzt kriegen sie mich, genau. Genau, und jetzt wieder eben hier. Werde ich gepusht. Ganz cool ist natürlich, als Geomant bin ich natürlich ganz unten dabei. Genau, das war's eigentlich. Das war ein relativ kurzes Spiel. 32 Minuten ist beim neuen Patch 6.8.2 relativ kurz sogar. Ja. Und mein fünftes Spiel mit Meepo, und ich muss sagen, Meepo, wow. Ich bin Level 24 mit 14.3.6 und ich sage euch Leute, jeder kann Meepo spielen, wenn man nur ein oder zwei Sachen beachtet. Die Sachen mache ich vielleicht sogar noch im Tutorial-Video. Genau, das war's eigentlich, ne? Und ich bin jetzt nicht der erfahrenste Dota-Spieler überhaupt. Ich bin jetzt Level 30 mit 400 Spielen. Es gibt Leute mit 4000 Spielen. Also, ihr seht, jeder vom Profi bis zum Anfänger kann Meepo spielen, wenn er nur will. Und ja, mit dem Satz auf Wiedertschüss.